Danke, ja. Ja, universelle An- und Abwesenheitserfassung ohne oder mit D365 Business Applications. Ein bisschen ein sperriger Titel, den wir da gewählt haben, aber das hat einen Hintergrund und das ist auch da ein bisschen die Storyline. Wir möchten kurz erzählen, wie wir zu dieser Lösung gekommen sind, also wie sich das entwickelt hat, weil es relativ ein interessanter Weg war. Und am Ende natürlich auch euch zeigen, wir, das sind ich bin der Rechte da, für die, die mich nicht kennen, obwohl ich viele bekannte Gesichter gesehen habe. Und der andere wir ist der Michael, das ist der Linke auf dem Bild, der wird mich da ein bisschen Hallo. unterstützen. Das ist so quasi mein technisches Gewissen. Das ist der, der weiß, wie es geht. Vielleicht vorweg, so wie bei allen anderen, nochmal herzlichen Dank an alle Sponsoren. Also ich finde es das fantastisch, dass man das mal in den Vordergrund rückt, diese CO2-Thematik. Und wie schon viele Vorredner gesagt haben, ist es gut, dass diese Unternehmen sich das auch zu Herzen nehmen und sowas auch unterstützen. Ich finde einen total klasse Ansatz, dass man sich auch die Gedanken macht und natürlich, dass auch so viele bereit sind, hier zu unterstützen. Vorweg zu meiner Person. Ich bin Solution Architect bei der Areneo. Ich komme eigentlich aus dem ERP-Bereich grundsätzlich, aus dem Bereich Professional Services, also alles, was so mit Dienstleistungserbringung von Menschen zu tun hat, also Projektgeschäft, Servicegeschäft, das ist so mein Steckenpferd. Von dort komme ich auch, das ist auch meine Historie. Und seit es die Power-Plattform gibt, auch das Thema BizApps Integration. Das heißt, die Power-Plattform sehe ich als, ich sage jetzt mal, gelernter ERP-Consultant ursprünglich, als so ein wahnsinnig wertvolles Tool zur Unterstützung von Integrationsszenarien, aber auch zur Unterstützung von Funktionen bereitzustellen, die der Standard einfach nicht ausreichend oder gar nicht zur Verfügung stellt. Und das Beispiel heute zeigt, dass man das sehr wohl sehr intelligent und in Kombination auch gut nutzen kann. Ja, und nebenbei komme aus Österreich, sitze in Wien, bin ich somit auch bei der Austria Power Apps und Power Automate User Group, ein User Group Lead und bin dort auch, versuche das in Österreich ein bisschen voranzutreiben. Als Solution Architect tätig, Kontaktinformationen stehen hier und ansonsten würde ich dann ganz gern noch den Michael zu Wort kommen lassen, dass du auch noch zwei Worte zu Ja, dir sagst. hallo, ich bin der Michael Silhengst, komme ebenfalls aus Österreich vom Standort Wien. Komme ursprünglich eigentlich aus dem AX 2012-Bereich, mittlerweile auch schon einige Berührungspunkte mit D365 FO. Ja, ursprünglich eben Produktionsbereich, Salesbereich, Einkauf. Und habe mich in den letzten Jahren auch sehr stark mit der Power-Plattform beschäftigt. Und mir macht es absolut Spaß, die verschiedensten Technologien zusammenzuführen. Und da ist die Power-Plattform wirklich ein super Werkzeug, mit dem man das auch machen kann. Also man kann da die verschiedensten Systeme auf einen Nenner bringen. Das finde ich absolut super. Ja. Genau. Und das, was wir jetzt heute tun möchten, ist eigentlich ein bisschen blöd, ja, weil wir möchten eigentlich eine Geschichte erzählen von der Anforderung bis zur Lösung, weil es sehr, sehr spannend war. Und auf der anderen Seite euch natürlich das auch zeigen. Darum drücke ich ein bisschen auf die Tube. Ich mache den ersten Teil etwas kürzer, obwohl es wirklich sehr spannend ist, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Aber ich möchte euch natürlich auch die Chance geben, das Ding dann auch live zu sehen. Ihr kennt dieses Bild ja sicherlich. Dieses Bild mit dem, ich sage jetzt mal, Bauchladen gehen wir zum Kunden und sagen, was ist eigentlich dein Problem? Und wir versuchen aus dem Bauchladen eben die richtigen Tools herauszufischen, um das Ganze dann zu einer Lösung für den Kunden zu bringen. Und das Erste, was der Kunde uns gesagt hat, ist, ja, eigentlich brauchen wir eine Zeiterfassung. Wir brauchen eine Zeiterfassung, wo man ganz normale Dinge so kommen und gehen stempeln kann, Arztgänge. Ja, Abwesenheiten wäre eigentlich auch gut. Also zuerst ging es nur um Zeiterfassung. Dann kam das Thema, ja, es gibt ja auch Zeiten, wo wir nicht da sind, die müssen ja auch rein, also Abwesenheitserfassung. Und dann kam das Thema Benachrichtigungen. Ja, das muss man ja dann auch irgendwie
verspeichern, man muss den Menschen benachrichtigen. Wenn bestimmte Dinge passieren, sprich, wenn man zum Beispiel in Urlaub geht oder in den Krankenstand, müssen ja auch Leute informiert werden, soll automatisiert werden. Eigentlich ein recht einfacher Klassiker, aber es gab eine Prämisse, und zwar, die Leute, die haben keine Business Application. Das heißt, wir haben kein FO, kein Field Service, kein Customer Service, kein Sales. Wir sprechen von Leuten, die nur ganz normale Büromitarbeiter sind, die keine Business Application haben. Dann haben wir gesagt, und natürlich auch keine Lizenz dafür. Haben wir gesagt, ja, okay, ist nachvollziehbar, verstehen wir. Findet man sicher eine Lösung. Dann haben wir mit anderen Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, eigentlich, wir brauchen das auch alles, aber wir brauchen auch noch eine Projektzeiterfassung, weil unsere Mitarbeiter sind im Projektbereich tätig und unsere Projekte, die laufen im Finance and Operations und wir brauchen noch Freigabeszenarien, weil auf ein Projekt hat hier jemand eine Verantwortung und der muss dann auch freigeben, ob diese Zeiten gebucht werden können, dürfen oder auch nicht. Man hat gesagt, okay, das heißt, einmal ohne, einmal mit Finance and Operations, also Business Application. Und dann kam die dritte Einheit von dem Unternehmen und hat gesagt, ja, wir brauchen das auch alles, aber wir sind ja eigentlich Hotliner, also Ticketagentinnen, Agent und Agentinnen. Heute muss man ja gendergerecht sein. Wir haben das Thema, dass wir die Zeiten auf Tickets erfassen möchten. Und das sollte dann auch zu einer automatischen Faktura erfolgen, weil unsere Hotline wird immer dann bei unseren Kunden auch tatsächlich wie Time and Material verrechnet. Und wir machen das mit Customer Service. So, und jetzt haben wir gesagt, okay, das sind hier drei unterschiedliche Ansätze und wir haben das Kommen-Gehen-Thema eigentlich für alle gleich und dann zwei unterschiedliche, die noch additiv dazukommen. Da haben wir so überlegt, ob es da noch was mehr gibt. Ja, da gibt es natürlich noch mehr. Wir sollten eine einheitliche und intuitive Oberfläche bauen. Ja, dann haben wir natürlich in Richtung Power App schon geschielt. Dann haben wir gesagt, ja, die Zeiten müssen im Customer Service und im Finance and Operations in den jeweiligen Entitäten natürlich auch zur Verfügung stehen. Okay, Workflows, Freigabeszenarien. Okay, ja, das sollte auch noch in Teams gehen. Viele arbeiten nur in Teams und die sollten aus Teams heraus das Ganze machen können. Man hat gesagt, ja, grundsätzlich kein Problem. Ja, und wir brauchen auch eine mobile App, weil manche Dinge in der Abwesenheit speziell sollten auch unabhängig vom PC erfolgen können, weil wenn man am Morgen aufsteht und sich schlecht fühlt und sich krank meldet, dann liegt man auch im Bett. Oder wenn man am Abend zu Hause auf der Couch seinen Urlaub plant, dann hat man vielleicht auch nicht gerade sein Arbeitsgerät bei der Hand. Also auch mobil soll das Ganze möglich sein, zumindest die Abwesenheitserfassung. Und gesagt, ja, stehen wir. Und dann ging es natürlich um flexibles Design. Die unterschiedlichen Unternehmensteile haben teilweise unterschiedliches Design, unterschiedliche Farbgestaltung. Also wir brauchen irgendwas für Corporate Design, wo wir dynamisch das Ganze anpassen können. Und zu guter Letzt natürlich eben das Thema ohne bzw. mit Business Applications von Dynamics 365 nutzen zu können. Das waren dann die Details, die wir herausgearbeitet haben in den Gesprächen und dann sind wir in eine Ideenfindungsphase gegangen. Na, wir haben gedacht, wie machen wir das? Ja, Zeiterfassung auf Projekte, dann sind wir drauf gekommen, naja, da gibt es ja unterschiedliche Mandanten, wie lösen wir denn das? Ist das überhaupt notwendig? Wie machen wir das mit der Genehmigung? Müssen wir mal überlegen. Dann sind wir beim Thema Kommen und Gehen in der Diskussion intern sind wir dann drauf gekommen, na, die wollen wahrscheinlich nicht nur die Ist-Stunden erfassen, sondern wollen auch eine Übersicht, wollen natürlich auch die Soll-Stunden sehen, also wie viel muss ich noch machen, wo stehe ich gerade. Dann haben wir natürlich Themen mit Wochenende, Samstag, Sonntag, lokale Feiertage, also nicht nur in unterschiedlichen Bundesländern, sondern auch in unterschiedlichen Ländern war die Herausforderung, also sprich Internationalität. Da kommen dann so Themen natürlich wie Mehrsprachigkeit. Und was auch ganz spannend war, das Thema länderabhängige Funktionen. Also wir hatten das Thema in Holland, in Deutschland, in Russland, in Österreich war das Thema. Und da gibt es unterschiedliche Regulatorien, wie zum Beispiel Pausen automatisch abgezogen werden sollen oder überhaupt die ganze Zeiterfassung nach unterschiedlichen Regulatorien. Also auch das Thema Sollzeiten und sowas sind in Russland ganz anders geartet wie jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum. Gerade auch Abwesenheitstypen und so weiter sind
immer pro Land verschieden. Und ja, da sind wir wirklich auf die Länder eingegangen und haben uns überlegt, wie wir das Ganze parametrisierbar im Hintergrund gestalten können, dass man so viele Länder wie möglich in einer App zusammenfassen kann. Richtig. Und dann haben wir natürlich beim Abwesenheitsthema haben wir gesagt, ja, die Abwesenheit soll ja Thema, soll ja quasi auch später, auch wenn es jetzt nicht gefordert ist, vielleicht die Basis für eine Ressourcenplanung sein. Und wir haben das Thema Abwesenheitsnotiz. Ihr kennt es im Outlook, man geht in Urlaub. Also mir passiert es immer, ich gehe in Urlaub, am ersten Tag vom Urlaub denke ich mir, habe ich die Abwesenheitsnotiz aktiviert? Steht da noch das drin vom letzten Mal, vom letzten Urlaub oder habe ich es vergessen? Dann muss ich immer noch mal den PC starten, muss mir das Ganze anschauen, muss die Abwesenheitsnotiz wieder einklimpern. Mühsam. Soll automatisiert werden. Und ich möchte natürlich nicht nur mein Outlook automatisieren, sondern ich möchte auch meine Teammitglieder, die mit mir in Projekten zusammenarbeiten, informieren darüber, dass ich nicht da bin. Auch das ist natürlich automatisch. Und zu guter Letzt natürlich das Thema mit den Tickets. Dort ist das Spannende nicht, dass wir auf Tickets Zeiten erfassen, sondern dass darauf natürlich eine automatische Faktura erfolgen soll. Wie wir ja wissen, im Customer Service können wir Tickets verwalten, aber fakturieren tun wir im FO. Also brauchen wir da auch noch eine Kombination. Das waren alles so Themen, die wir in der Ideenfindung oder in der Lösungsfindung so diskutiert haben. Und dann kamen wir auf eine mögliche Architektur. Haben wir gesagt, okay, wir haben F&O, wir haben Customer Service. Customer Service basiert auf Dataverse. Das heißt, da haben wir mal ein Data Provisioning System. Das heißt, wir müssen mit Dataverse irgendwie kommunizieren. F&O basiert eben nicht auf Dataverse oder nur teilweise. Müssen wir vielleicht die Daten anders beschaffen mit F&O. Wir müssen aber auch wieder zurückschreiben können und das Zurückschreiben auf Dataverse und Zurückschreiben auf F&O gestaltet sich technisch natürlich anders. Dann haben wir das Thema mit dem Design. Das Design, da brauchen wir für die Einheit, die kein F&O und kein Customer Service hat, haben wir gesagt, wir brauchen auch eine Lösung, die lizenzschonend ist für diese Gruppe, die eben keine BSAPs haben, also keinen Dataverse-Zugriff. Und darum haben wir das ganze Thema Design, das ganze Thema Settings, Konfigurationsdaten auf den SharePoint gelegt. Und beziehen diese Informationen vom SharePoint und schreiben auch diese grundlegenden Transaktionsdaten zurück auf den SharePoint und verarbeiten sie danach weiter in der ein oder anderen Business-Applikation. In der Power App, die wir dann als Frontend gewählt haben, haben wir festgestellt, dass wir mit den Standardmöglichkeiten nicht das Auslangen finden. Das heißt, wir haben eine Power Apps Components zusätzlich hinzugefügt. Das werden wir dann gleich sehen. Und natürlich das Ganze dann in Teams embedded, in Customer Service embedded und im F&O embedded, dass man direkt aus der jeweiligen Applikation heraus mit den Tools umgehen kann und die Daten dann entweder im Dataverse oder im F&O entsprechend aktualisieren bzw. überhaupt generieren kann. Das war so die Architekturidee, wie wir an das Thema herangegangen sind. Ja, und dann, nach dieser Idee, haben wir gesagt, eigentlich, wenn man das so sagt, ja, Zeiten erfassen, dann Abwesenheiten, dann Urlaube, das Ganze dynamisch mit einer flexiblen Situation, was Länderspezifikas, was Design anbelangt, auf SharePoint, mit dem sollte man eigentlich zum Ziel kommen. Und mit dem sind wir dann losgestartet und haben was gebaut. Und das möchte ich jetzt in drei Schritten zeigen. Das heißt, zuerst das Kommen gehen, danach werden wir die Projektzeiterfassung sehen und danach werden wir die Kundendienst-Callcenter-Hotline-Lösung sehen. Also ich gehe wieder zurück und verlasse mal die Präsentation und gehe mal ins System. Also, kommen, gehen. Wenn wir uns das Ganze mal aus der Teams-Perspektive betrachten. Ja? Im Teams haben wir einen Bereich, wo alle arbeiten. Und in diesem Bereich haben wir ganz normal die App hinzugefügt, also keine Rocket Science, haben hier einfach die App in Teams integriert und das Thema war schon erledigt. Wenn man sich diese App jetzt da so anschaut, haben wir natürlich die User-Identifikation, die durchgeschliffen wird. Wir haben das Thema der Mehrsprachigkeit. Ja, das heißt, ich habe hier jetzt die Sprache Deutsch, ich kann da umschalten, ich habe Labelübersetzungen im Hintergrund, hier diese drei Sprachen jetzt mal einfach exemplarisch. Es werden alle Labels dynamisch übersetzt
Und die Sprache, die ich hier jetzt gewählt habe, wird bei meinen User-Settings im Hintergrund verspeichert, dass beim nächsten Mal, wenn ich die App aufrufe, die Sprache bereits vorbelegt ist. Dann haben wir zusätzlich noch das Thema Tag-Nacht-Umschaltung. Das war dort auch ein wichtiges Thema, weil manche lieber so arbeiten und manche halt lieber so arbeiten. Ich bin jemand, der lieber so arbeitet und haben hier einfach diese dynamischen Elemente eingebaut. Und diese dynamischen Elemente finden wir alle auf dem SharePoint wieder, wo das Ganze quasi als Konfiguration abgelegt ist. Das können wir uns dann auch gleich noch einmal anschauen oder beziehungsweise schauen wir vielleicht gleich einmal rein. Am SharePoint haben wir einen Bereich, wo wir zum Beispiel die App Translations drin haben. Das ist, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft. Wir haben die unterschiedlichen Apps, wir haben die unterschiedlichen Titles mit entsprechenden Übersetzungen und den Languages. Das kann man relativ einfach hier ergänzen und entsprechend, je nachdem, wo ich draufklicke, auf welches Landes- oder Flaggensymbol, wird bei meinen User-Settings das entsprechend hinterlegt. Der User wird mit der App und der Language einfach hier verspeichert, inklusive dem Design-Mode. Das heißt, der Design-Mode und die Language wird pro App hier gespeichert und wenn ich die App aufrufe, holt er sich von hier, okay, dieser User holt sich jetzt die Sprache Deutsch und zwar für die Absence App, auch für die Universal Time Entry und das Ganze im Night-Modus. Im Prinzip relativ trivial gehandhabt, auch das App-Design, das heißt die unterschiedlichen Colors haben wir hier ganz stumpf einfach hinterlegt, einmal für den Day-Mode und für den Night-Mode. Und es wird auch direkt online gezogen, dass man das auch sieht, habe ich da mir mal ein Rot rausgesucht und kann das auch mal ganz kurz einfach zeigen, indem ich hier jetzt zum Beispiel auf die Background Color gehe, tolles Rot einfüge und dann die App mir einfach noch einmal lade bzw. refreshe und wir sehen dann sofort, dass er eigentlich jetzt auf Rot umschalten sollte und jetzt sind alle Elemente entsprechend auf Rot in diesem Modus hier erfasst. Also das ist relativ einfach und trivial gehalten, damit das Rot aber nicht gefällt, gebe ich dort wieder die andere Farbe rein. Aber für den Kunden war das mehr als ausreichend und somit haben wir hier dieses Thema dynamisiert mit drei Listen hier auf dem SharePoint, sehr einfach gelöst, aber Ziel erreicht. Gut, jetzt ist es so, wenn wir uns diese App da mal anschauen, nochmal refreshed, sehen wir, dass da unten natürlich solche Dinge stehen wie verbleibende Urlaubstage, Sollstunden, Iststunden des aktuellen Monats und Krankenstandstage. Diese Dinge kommen natürlich auch von einer Basis und die werden dynamisch, also manche davon werden dynamisch kalkuliert und entsprechend dann auch automatisch aktualisiert. Man sieht, wir haben grundsätzlich drei Apps, die Abwesenheits-App, die Zeiterfassung auf Ticket oder Projekt und die reine Kommen-Geht-App. Und wenn wir uns mal die Besonderheit von dieser, also vom Startschirm, diese Sollstunden-Kalkulation anschaut, das möchte ich ganz kurz zeigen, indem wir die App mal aufrufen und uns das anschauen, wie das gemacht wurde. Das heißt, es wird vollständig dynamisch berechnet, wie die Sollstunden in dem jeweiligen Land, wo der User sich eben anmeldet, vorherrschen. Und zwar auch in dem jeweiligen Monat. Also wir haben ja hier den aktuellen Monat. Das ist im Prinzip eine relativ einfache Geschichte. Das haben wir im Visible. Ja. Und da sieht man relativ einfach, wie wir hier diese monatlichen Sollstunden berechnet haben. Michael, magst du ganz genau, kurz? Genau, ja. Wenn man die PowerFX-Function, eben unsere Syntax miteinander kombiniert, kann man da wirklich extrem mächtige Sachen machen. Da haben wir ganz einfach eine Collection, eine Sammlung hergenommen, die wir dann entsprechend mit unseren
aktuellen Monatstagen befüllen werden. Dazu haben wir dann eine Schleife genommen, die For All, und haben uns anschließend als Schleifenbasis eine Sequenz gebildet aus unseren aktuellen Monatstagen. Das machen wir ganz einfach damit, dass wir uns den Monatsersten suchen des aktuellen Monats und auch den Monatsersten von nächsten Monat und davon einen Tag abziehen. Dann kommen wir genau auf die Tage, die das aktuelle Monat hat. Genau, und anschließend durchlaufen wir diese Tage des aktuellen Monats in der Schleife und dann prüfen wir noch, ob jeder einzelne Tag ein Wochentag ist oder ein Wochenende. Also der Tag 1 ist bei uns der Sonntag und der Tag 7 ist der Samstag. Diese schließen wir aus, weil das sind keine Arbeitstage. Und außerdem prüfen wir auf unsere Holiday-Tabelle, das sind die Feiertage, auch wieder per Country, also per Land pflegbar, und schließen auch die Feiertage des jeweiligen Landes von dem Benutzer, der gerade die App bedient, aus. Und anschließend kommen wir auf unsere Sollanzahl der Sollarbeitstage von dem aktuellen Monat. Genau, genau. Die Feiertagsthematik, die haben wir, die ist in der anderen Liste, glaube ich. Wo ist die Feiertage? Da haben wir die Feiertage drin. Da ist auch wiederum ganz stumpf. Pro Land haben wir einfach die Möglichkeit, Feiertage zu definieren, und auf die greifen wir dann zurück und sagen, wenn wir jetzt eben im Monat 11 sind, dann müssen wir den 1.11. abziehen, weil eben das Allerheiligen ist und so weiter und so fort, so wie es der Michael gerade erklärt hat. Also wir nutzen relativ simple Basistechnologie, um, wie wir meinen, doch intelligente Geschichten da zu basteln. Und das Zweite, was auch ganz interessant ist, ist zum Beispiel, wenn wir uns die Common-Gene-App anschauen. Die Common-Gene-App hat hier dieses Thema Soll und Ist, und das ist auch etwas, was wir uns vielleicht ganz kurz anschauen in der App selber. Wir sehen, die aktuelle Woche wird dargestellt. Wir sehen eine Soll-Zeit pro Woche und eine Ist-Zeit pro Woche. Und das können wir uns vielleicht auch ganz kurz nur anschauen in der Data Entry kommt, geht. Da haben wir genauso dieses Thema, dass das hier natürlich berechnet wird. Genau, ist auch wieder in der OnVisible Event Function drinnen. Und da sieht man, ja, genau. Genau, die Basis zur Berechnung der Sollstunden ist eine ähnliche wie auch bei den Monaten. Wir ermitteln uns zuerst den Wochenstarttag. Dazu nehmen wir auch wieder die aktuelle Woche her, also den Wochentag, was wir gerade haben, und nehmen da den Wochenstarttag. Genauso machen wir das beim Wochenendtag eben plus 6 Tage. Genau, und das füllen wir auch wieder in eine Collection, in eine Sammlung unter Berücksichtigung von den Wochenenden und den Feiertagen. Also Wochenenden und Feiertagen nehmen wir wieder nicht mit. Und anschließend füllen wir unsere berechneten Tage in eine zweite Collection. Das ist ganz unten die Chart Times Collection. Diese wird dann auch im Diagramm als Basis verwendet. Und da fügen wir dann auch wieder zwei Spalten ein. Einmal die Beschriftung und einmal die tatsächlichen Stunden von den Kommt-Stunden und von den Sollstunden und auch von den Iststunden, und außerdem übersetzen wir da wieder automatisch das Label. Also man sieht, die Label-ID ist jeweils Target und Aktuell, und die wird dann auf die diversen Sprachen übersetzt. Genau. Das heißt, in dem Fall jetzt, weil ich auf Deutsch bin, steht da jetzt natürlich Soll und Ist. Ja, und die Kommt-Geht-Buchung, die soll ja relativ einfach und intuitiv sein. Im Prinzip haben wir zwei Pärchen. Die klassische Kommen-Buchung und die klassische Gehen-Buchung ist ein Pärchen. Und Arztbesuch-Start und Arztbesuch-Ende ist ein zweites Pärchen. Und wie man sieht, haben wir da jetzt auch schon die aktuelle Uhrzeit vorbelegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Kommt klicke, dann wird mir hier entsprechend die Buchungsinformation angezeigt. Hier bei der Uhrzeit, also beim Tag, haben wir ganz normal die Möglichkeit, das natürlich auch im Nachhinein oder im Vorhinein zu erfassen, indem wir den Tag wählen. Bei der Uhrzeit haben wir unsere eigene Komponente gebaut.
glaube, da ist gerade die Leitung zusammengebrochen. Michael, du bist noch da? Ja, ich bin da. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt ist der Harry auch wieder da. Verloren. Aber hört ihr mich wieder? Ja, du bist wieder da. Okay, sorry dafür. Im Prinzip habe ich nur erzählt, dass wir hier eine eigene Component gebaut haben, um die Uhrzeit zu definieren. Wir können hier ganz normal mit Pfeil nach oben, Pfeil nach unten das Ganze sowohl auf Stunden als auch auf Minuten machen. Beziehungsweise kann ich natürlich genauso hier etwas eintippen und sage, ich habe um 8.15 Uhr meinen Start gehabt, also mein Kommen. Und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Mehr ist das nicht. Was wir hier noch zusätzlich haben, wenn eine Kommen-Buchung da ist, dann zeichnen wir hier eine aktive Transaktion. Warum? Weil hier auch relativ viel Logik noch zusätzlich im Hintergrund eingebaut ist. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich gehe zum Arzt, weil ich zuerst die Zeitbuchung abschließen muss und dann eine neue Transaktion starten muss. Genauso haben wir sowas drin, wie wenn ich jetzt auf Geht klicke und ich hier zum Beispiel jetzt mal, weil ich vorher einen kurzen Kommentar von Frank gesehen habe, dass der Tony Stark nie nach Hause geht. Ja, richtig. Der arbeitet zum Beispiel bis 22.55 Uhr. Dann würde mir das System sagen, Achtung, es gibt eine Höchstarbeitszeit von 12 Stunden in diesem Land, wo ich bin, länderspezifisch. Der geht auch nie zum Arzt, Frank, das ist richtig. Das braucht er nicht. Also wir haben hier wiederum eine länderspezifische Funktion, die maximale Arbeitszeit pro Tag, pro Land, hier in Gelb als Warnung. Es gibt auch andere Messages, Logik-Messages, die dann unten hier rot als Fehler tatsächlich kommen. Ich buche das jetzt mal nicht, weil wir sind ja immer noch am Arbeiten. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir hier auch Logik im Hintergrund haben, die das Ganze noch ergänzen. Das ist im Prinzip die Kommen-Geht-Buchung. Wir machen dann am Ende natürlich die Geht-Buchung, aber während wir jetzt gekommen sind, sorry für das Wording, gehen wir mal in das zweite, also das Thema Abwesenheit, das zeige ich am Schluss, wenn wir noch Zeit haben. Das ist nämlich eine eigene App, die etwas anders funktioniert. Ich möchte euch aber unbedingt das Thema Ticket und Projekt noch näher bringen. Das heißt, wir sind jetzt um 8.15 Uhr quasi eingestempelt und jetzt gibt es die Möglichkeit, hier aus dem Teams heraus die Ticket- oder Projektmaske aufzumachen. Diese Maske, um ein Ticket oder ein Projekt zu bebuchen, kann ich natürlich genauso aus dem Teams, aber auch als Projektmitarbeiter aus dem Finance and Operations, wie wir es ja schon gesehen haben, ich glaube gestern vom Jan, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist hier die App auch eingebunden im Finance and Operations für die Projektmitarbeiter, die hier tatsächlich im F&O arbeiten, können sie auch ohne, dass sie die Applikation verlassen, natürlich hier ihre Zeit aufs Projekt buchen. Hier haben wir Folgendes. Wir sehen hier auf der rechten Seite sowas wie eine Benutzerführung. Das heißt, das System sagt mir, was als nächstes zu tun ist. Ich möchte jetzt zum Beispiel ein Projekt auswählen. Klicke ich da oben auf Projekt und ich kann hier jetzt nach dem Namen des Projektes suchen. Wenn ich jetzt dort zum Beispiel suche nach dem Projektnamen Alpha, dann sehe ich hier drei Projekte. Und da ist jetzt das Interessante, wir sehen hier eine globale Suche. Das heißt, wir suchen die Projekte unabhängig vom Mandanten, weil ja oft Projektmitarbeiter auch in andere Mandanten verliehen werden und für andere Projekte, also für Projekte in anderen Mandanten auch zuarbeiten. Das heißt, man sieht hier, die ersten zwei Projekte sind im USMF-Mandant und das dritte ist im CSD-Mandant. Wenn ich dann die Projekte entsprechend auswähle, sehe ich auch, in welchem Mandant ich hier bin. Jetzt nicht nur zufällig, weil der Nummernkreis hier das vorgibt, sondern ich sehe hier wirklich den Mandanten und den Kunden, um den es geht, auf den ich entsprechend buchen kann. Ich möchte jetzt aber, also mehr mandantenfähige Projektsuche. Ich möchte jetzt aber auch dieses Projekt hier buchen und jetzt ganz kurz mal aufpassen. Unten bei der Kategorie sieht man so Standardkategorien. Ja, entweder wir arbeiten oder wir fahren. Das ist so Standardkategorien, die man auswählen kann. Wenn ich jetzt auf diesen Batterierucksack, den wir erfunden haben, klicke, dann sieht man, dass sich hier die Kategorien verändert haben. Da steht jetzt Arbeitszeit, Design und Reisezeit. Ich zeige dann ganz gleich nachher, woher das kommt. Das sind die erlaubten Kategorien für dieses Projekt. Das kann man im F&O hinterlegen. Und das System geht her und sagt, wenn es erlaubte Kategorien gibt,
dann nehme ich die, dynamisch natürlich. Wenn es keine gibt, dann nehme ich die Standardkategorien Arbeitszeit und Reisezeit, weil ich muss das ja nicht. In der Benutzerführung sieht man als nächstes, ich soll einen Kommentar reingeben. Na, okay, ich sage jetzt Workshop. Nein, wir haben ja keinen Workshop, wir haben eine Demo für den Powerton gemacht. Und jetzt haben wir hier wiederum das Thema Datum, Uhrzeit von, Uhrzeit bis. Da haben wir eine kleine Logik eingebaut. In der Uhrzeit von, das ist auf 00 vorinitialisiert, weil ich das ja meistens im Nachhinein mache, wo ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin um 8 Uhr gekommen. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich klicke jetzt doch mal auf 7 Uhr und dann sagt er, geben Sie die Dauer an und ich kann jetzt die Dauer entweder hier bei der Uhrzeit bis eingeben oder als absolute Stunde. Also ich kann jetzt dort zum Beispiel sagen 7.30 Uhr. Naja, machen wir was anderes. Machen wir 7.12 Uhr. Dann sieht man nämlich noch ein Feature. Jetzt wird automatisch gerundet und zwar auf eine Viertelstunde. Wir haben gesagt, es wird immer auf eine Viertelstunde aufgerundet, egal was für eine Uhrzeit wir eingeben. Ja, da muss ich noch die Kategorie wählen, also der Arbeitszeittyp. Dann sage ich jetzt hier Arbeitszeit. Und jetzt kommt die Fehlermeldung. Ey, 7 Uhr bis 7.15 Uhr. Ich meine, die Fehlermeldung ist jetzt nicht ganz richtig. Er sagt, es gibt eine Kommt-Buchung mit 8.15 Uhr. Wie kannst du von 7 bis 7.15 Uhr aufs Projekt buchen, wenn du erst um 8.15 Uhr gekommen bist? Also eigentlich ist das eine Fehlermeldung, die sagt, das passt nicht zusammen mit der Kommt-Buchung von vorher. Auch hier Business-Logik im Hintergrund. Gut, ja, stimmt, es war ja eigentlich 9, danke, 9 bis 9.15 Uhr, er aktualisiert es dann. Also was ich vorher eingegeben habe, wird hier durchaktualisiert. Ich muss das Uhrzeit bis jetzt nicht mehr angeben. Und ja, es ist jetzt 9 bis 9.15 Uhr und ich speichere und übertrage das Ganze. Das ist die Projektzeiterfassung. Naja, das ist noch nicht ganz die Projektzeiterfassung. Das war ja wirklich nur der Erfassungsteil. Es passiert ja jetzt hier ganz viel im Hintergrund. Das Erste, was passiert, ist, dass ich im SharePoint jetzt einen Eintrag, wir haben ja alles im SharePoint gespeichert, auch die Kommen- und Gehen-Buchungen sind im SharePoint hinterlegt. Und der SharePoint macht jetzt natürlich mit dieser Projektbuchung etwas. Das heißt, es wird in erster Linie jetzt ein Journal erzeugt im F&O auf dem Projekt und dort wird ein Zeiteintrag in das Journal geschrieben. Das Zweite, was passiert ist, es wird an den Projektleiter ein E-Mail geschrieben beziehungsweise eine Teams-Nachricht mit einer Adaptive Card, wo er innerhalb des Outlooks oder des Teams, der Teams Adaptive Card dann die Freigabe machen kann oder nicht. Warum zeige ich jetzt nichts und rede etwas länger? Weil der SharePoint-Trigger für ein Power Automate etwas langsam ist und ich noch immer warte, bis das E-Mail kommt. Das ist noch nicht da, aber schauen wir mal trotzdem mal rein. Wenn ich jetzt mal aufs Projekt gehe, hier gibt es Stundenjournale, die noch nicht gebucht sind. Und wenn ich die, das müsste die sein, theoretisch. Genau, das ist die neue Buchung. Genau, da ist sie schon da. Das heißt, wir haben jetzt ein Stundenjournal auf das Projekt, das ist auch die E-Mail da, auf die Kategorie Arbeitszeit, die wir gewählt haben, von mir. Und das ist der User, der hinterlegt ist, hinter Tony Stark. Also hinter Tony Stark, Frank, in Wirklichkeit ist dort der Harry Nagel dahinter. Und wir sehen hier natürlich den Text und die Uhrzeit als Description. Das Ganze ist jetzt noch nicht gebucht, weil parallel dazu ja an den Projektleiter sowohl hier als auch hier im Teams, der Teams ist ein bisschen langsamer, darum ist es erst jetzt gekommen, nein, Entschuldigung, ich zeige es zuerst hier, eine E-Mail gekommen ist mit einer Adaptive Card, wo wir hier tatsächlich sehen, das Journal, diese Person, diese Zeit, diese Kategorie mit der Beschreibung, ich kann hier approven oder rejecten und das Ganze könnte ich natürlich genauso im Teams machen. Hier haben wir das ganz normale Approvals, das auch in Teams hier natürlich diese Möglichkeit bietet, hier zu sagen, jo, passt schon und ich approve, egal ob jetzt im Teams oder im Outlook, wir haben einfach beide Kommunikationswege permanent drin. So, jetzt ist das Ganze freigegeben, also approved
Und das wurde vom Projektleiter jetzt approved. Und jetzt ist natürlich etwas passiert im F&O. Im F&O ist jetzt dieses Journal 61 gebucht worden. Und ich gehe da nochmal ganz kurz raus, schaue mir auf die geposteten Journale und wir sehen, dass das gleich 116. kommen wird, hoffentlich. Das ist, hat hier den Status approved, das ist ein ganz normales Standardfeld vom F&O und wenn wir die Lines anschauen, ist das auch genau die, die ich vorher entsprechend erzeugt habe. Das heißt, wir haben die Projektzeiterfassung, also Projektauswahl mandantenübergreifend. Wir haben die Möglichkeit, mit Business-Logik Projektzeiten zu erfassen auf die Kategorien, die erlaubt sind. Gehen wir mal ganz kurz zurück auf das Projekt Solar-Batterierucksack. Was meinte ich mit Kategorien, die erlaubt sind? Das sind am Projekt kann ich sagen, es gibt hier Categories, die assigned sind. Das sind die erlaubten Kategorien für dieses Projekt und genau wenn es die gibt, werden die in der App auch entsprechend angezeigt. Ja, und dann Stundenjournal erzeugen, Projektleiter finden, Projektleiter informieren, Teams und Outlook, Adaptive Card direkt drin, Approval oder genehmigen, also ablehnen oder genehmigen und wenn genehmigt, dann automatische Buchung im Hintergrund. Das war Projektzeiterfassung, egal ob ich die App jetzt aus dem FO starte oder von wo auch immer. Gut, in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob sich jemand gemerkt hat, sind die Ist-Stunden natürlich angewachsen, weil ich habe ja, das ist dynamisch, das heißt, sobald es eine Zeitbuchung gibt, werden die Ist-Stunden da hochgedreht. Und das nächste war ja das Thema Ticket. Und beim Thema Ticket ist es ja so, da sind wir ja im Customer Service grundsätzlich unterwegs. Im Customer Service, das ist das hier, haben wir unsere schönen Dashboards, wo wir halt unsere Tickets bearbeiten als Ticket Agent. Und auf dem Ticket selbst haben wir die Möglichkeit, wenn wir, das ist alles ganz normaler Standard vom Customer Service, die Ticketbearbeitung zu machen. Und wenn wir dann fertig sind mit der Ticketbearbeitung, können wir hier direkt einerseits aus dem Ticket mit einem Absprung über einen Hyperlink in die Zeiterfassung gehen. Oder, wenn wir das nicht möchten, können wir auch direkt im Customer Service hier als eigenen Menüpunkt die App uns aufrufen und auf das Ticket hier direkt die Zeiten erfassen. Das heißt, ich gehe wieder da rein. In dem Fall wähle ich aus Ticket. Das System weiß jetzt, jetzt kommt die Abfrage von einem Ticket aus Customer Service und nicht von einem Projekt. Und hier gebe ich jetzt zum Beispiel einen Inverter Breakdown und sehe hier die Case-Nummer, die auch in diesem Mandant dann landet, grundsätzlich am Ende des Tages. Ich sehe wiederum den Kunden. Der Kunde BASF ist über Dual Write vom F&O mit dem Customer Service verbunden und durchsynchronisiert. Zeige hier aber den Kundennamen an, habe hier dasselbe Spielchen. Ich sage jetzt mal Telefonsupport als Text. Und jetzt habe ich gesagt, den Telefonsupport habe ich gemacht von 13 Uhr bis 14 Uhr. Entschuldigung, habe noch was vergessen. Wir haben auch noch einen Timer. Das heißt, der Kunde wollte auch noch die Möglichkeit haben, einen Timer zu starten, der einfach so lange läuft, solange ich halt am Arbeiten bin. Und ich kann den Timer auch natürlich wieder resetten oder sagen nach irgendeiner Zeit den Timer stoppen. Dann wird wieder aufgerundet auf die nächste Viertelstunde. Das heißt, wenn ich den jetzt stoppe, wird er auf 0,25 Stunden hochgerechnet, beginnend vom Startuhrzeit. Und hier natürlich die Standardkategorien für das Ticket. Dieser Timer ist genauso wie die Uhrzeit, wie der Component, das wir selber gebaut haben. Gut, wenn ich das gemacht habe, dann speichere ich das. Was passiert jetzt? Jetzt schreibt er zuerst wieder in den SharePoint zurück. Und wenn der SharePoint-Trigger dann endlich ausgelöst hat, schreiben wir ein sogenanntes Time-Entry ins Customer Service, dass am Ticket wirklich die Time-Entries sauber dem Ticket in der Applikation zugeordnet sind, um da entsprechende Auswertungen machen zu können.
Und parallel dazu wird das Time Entry genommen, nach F&O geschleust. Im F&O wird ein Auftrag angelegt für den Kunden des Tickets. Dort wird ein Standardartikel genommen, wird die Uhrzeit als Menge hinzugefügt, damit diese Viertelstunde auch tatsächlich sofort fakturiert werden kann. Zeige ich gleich, selbes Spiel wieder, der SharePoint-Trigger ist ein bisschen langsam, darum muss ich etwas mehr reden, beziehungsweise können wir auch derweil mal uns anschauen, was hier tatsächlich passiert im SharePoint. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier die Geschichten anschaue, dann müsste ich hier am 4.11., da beginnt's, da haben wir die ganzen Buchungen vom 4.11., die jetzt hier gemacht worden sind. Das heißt, wir sehen von 8.15 Uhr bis 9 und dann von 9 bis 9.15. Na, woher kommt denn das jetzt? Das haben wir ja gar nicht so gemacht. Ja, wir haben das ist automatisch passiert. Das heißt, er sagt, dass die Common-Buchung endet, wenn ein anderer Working Time Type gewählt wird. Das heißt, ich habe eine Common-Buchung von 8.15 Uhr bis 9 und dann als nächstes eine Projektbuchung von 9 bis 9.15 Uhr. Dann wieder eine Common-Buchung, weil ich ja nichts eingegeben habe, bis 13 Uhr, bis ich eine Ticket-Buchung habe von 13 bis 13.15 Uhr. Also das heißt, wir haben hier eine lückenlose Zeiterfassung und die jeweiligen Lücken füllt das System automatisch auf. Das ist auch noch hinzugekommen. Hier sehen wir die Zeiten, die Working Time, die entsprechend dahinter liegt. Und am Schluss zeige ich dann noch ein Feature. Bevor ich jetzt zurückgehe zu meinem Ticket, ein bisschen auf die Zeit schauen. Am Ticket ist es nämlich so, dass ich hier dieses Ticket hier, da habe ich diese Timesheets, Standardfunktion vom Customer Service. Und hier habe ich jetzt die Zeitbuchung, die Time Entry, die direkt auf diesem Ticket hängt. Und in diesem Time Entry habe ich ganz eine normale Zeiterfassung, wo eben drin steht, diese Viertelstunde von 13 bis 13.15 Uhr. Da haben wir noch ein Mismatch mit UTC. Bitte das zu entschuldigen. Und parallel dazu haben wir im Finance and Operations, wir haben eine E-Mail noch bekommen, nämlich, dass eine neue Zeitbuchung erzeugt wurde. Das E-Mail ist für die Leute, die fakturieren. Da ist ein neuer Auftrag angelegt worden im F&O. Und wenn ich mir den mal da kurz raussuche, den Auftrag, dann werde ich den auch gleich finden. Springen da mal schnell rein. Und wir sehen, dass wir auf den Kunden des Tickets hier jetzt einen Auftrag angelegt haben. Dieser Auftrag hat eine Referenz zur Ticketnummer. Da gibt es einen Standardartikel, nämlich IT-Leistungen mit der Viertelstunde. Und weil das ja eine Dienstleistung ist, ist immer ganz wichtig, auch Dienstleistungsrechnungen, das Leistungsdatum, wer hat es gemacht, was hat er denn getan mit der entsprechenden Uhrzeit. Und das könnte man jetzt über Standard ganz normal als Faktura rausblasen. Ja, das war schnell mal das Thema Ticketerfassung und nur, dass wir es mal ganz kurz gesehen haben, weil ich, glaube ich, nur noch ganz wenig Zeit habe, schauen wir noch einmal, schauen wir es uns von hier aus an, das Thema Abwesenheit. Das war ja die Anfrage, Abwesenheit sollte sein, eine eigenständige App, darum wurde hier eine Mobile-App auf Phone-Layout gebaut. Die entspricht noch nicht ganz dem Layout, da ist ein anderes Layout dahin. Wir haben hier natürlich auch Mehrsprachigkeiten. Wir sehen die Urlaube. Ich habe hier die Möglichkeit, eine neue Anfrage zu machen. Ich habe unterschiedliche Urlaubstypen. Die sind wiederum abhängig vom Land, weil das nicht in jedem Land gleich ist. Und kann hier sagen, ich nehme jetzt Urlaub von bis, also vom 23. bis, also nur am 23. ist ja jetzt im Prinzip auch wurscht. Und kann hier sagen, was ist die Abwesenheitsnotiz, per E-Mail erreichbar oder nicht, per Telefon erreichbar oder nicht, kann ein Team informieren, dass ich eben nicht da bin, kann auch mehrere Teams natürlich, wo ich Mitglied bin, hier hinzufügen und die werden dann alle informiert. Mache hier die Abwesenheitsnotiz für interne Leute, die Abwesenheitsnotiz für externe und
kann dann einen Vertreter aussuchen. Dieser Vertreter kriegt entsprechend eine Anfrage. Diese Vertreteranfrage geht an den ich ausgewählt habe. Im zweiten Step geht er an den Vorgesetzten. Wir haben eine zweistufige Urlaubsfreigabe. Und dann, wenn beide sagen ja, dann kann ich diesen Urlaub auch speichern. Durch das Urlaubsspeichern, ich zeige es jetzt mal ganz schnell nur, dass ich nicht aus der Zeit laufe, passiert Folgendes. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, hier ein Urlaubsbuchen drin. Es wird in meinem Kalender ein Kalendereintrag entsprechend erzeugt. In diesem Kalendereintrag steht die Out-of-Office-Mitteilung entsprechend drin. Und an diesem Tag um 0 Uhr wird die automatische Abwesenheitsnotiz automatisch aktiviert. Am letzten Tag des Urlaubs um 23.59 Uhr wird die automatische Abwesenheit im Outlook wieder deaktiviert. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Und parallel dazu ist in meinem Team, ich zeige mal eine von vorher, ich bin Mitglied dieses Teams und ich habe gesagt, ich möchte die informieren, dass ich eben dann und dann nicht da bin und dass der Jim eben mein Vertreter ist. Das nur ganz auf die Schnelle. Kann man natürlich standalone vom Phone zu Hause am Abend machen, wenn man krank ist oder wenn man Urlaub plant. Kann aber natürlich auch direkt aus der App so aufgerufen werden. So, wenn ich jetzt auf meine Uhr schaue, bin ich, glaube ich, von der Uhrzeit her durch, habe eigentlich auch alles gezeigt, bis auf die letzte Slide. Ja, hier noch ein ganz kurzer Hinweis. Des Dingens nennt sich Universal Time Entry, diese App oder diese ganze Suite sozusagen. Und die wird es in Kürze auch auf der App Source geben. Warum in Kürze eine Solution auf die Apps ausstellen, ist ein bisschen ein Prozess bei Microsoft und da muss man ein paar Dinge tun und das dauert halt auch eine gewisse Zeit, aber in Kürze wird das ganze Paket auf der App Source zur Verfügung stehen. Gut. Habe ich noch eine Frage im Chat? Oder gibt es Fragen? Eine Frage gibt es noch im Chat. Ein Journal in F&O, ein Hour Journal, das kann aber kein Intercompany im Standard. Habt ihr das auch angepasst? Intercompany in dem Sinn jetzt nicht, sondern wir würden dann das Hour Journal in dem jeweiligen Mandanten erzeugen, wo das Projekt entsprechend abläuft. Das heißt, da geht es jetzt mehr darum, dass wir die Kosten auf das Projekt bekommen und darum muss das Hour Journal in dem jeweiligen Mandanten sein, wo das Projekt auch dann stattfindet. Da haben wir als Intercompany so nicht integriert, also die klassische Intercompany. Genau, und der Grundgedanke ist ja dazu eigentlich, das Ganze über die App zu steuern. Darum hat man ja auch die ganzen Auswahlen zu den Mandanten in der App. Und grundsätzlich haben wir jetzt zwar ist Finance and Operations und ist Customer Service herangezogen, aber zum Beispiel gerade bei Ticketsystemen, man kann ja dann dahinter auch ein Jira oder ein ServiceNow hängen. Da sind wir ja dann wirklich flexibel, von wo wir uns die Daten holen. Und man sieht die Vielfalt an Möglichkeiten, weil wir haben da viele Konnektoren und viele Features eingesetzt, was man da alles in der Bauer-Plattform, in so einer Bauer-App mit ein paar Flows im Hintergrund alles machen kann. Sah schon sehr gut aus. Weitere Fragen noch aus dem Teilnehmerkreis? Falls nicht, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, Harry, bei dir, Michael, für den interessanten Vortrag. Ich würde dann jetzt hiermit diesen Slot schließen.